Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zu Genesis Alpha One. Ein neues Spiel, was ich mir gegönnt habe. Und ja, wir bilden hier quasi. Achso, ich muss jetzt hier. Ich hätte mal das Tutorial spielen sollen. Ich mach mal kurz die Musik leise, die ist irgendwie sehr laut. Besser. Neue Mission, ich habe es schon mal kurz angestartet. Noch nichts entdeckt. Ich muss hier nochmal. Und ich weiß auch noch nicht viel. Der führende Konzern in Sachen Schusswaffen. Der führende Konzern in Sachen Klontechnologie. Ach komm, wir machen erstmal das Tutorial. Und Mission starten. When I was young, our dream was to go to the stars. And so we tried, gave our best. And in the end, we made it into space. We came here to prove our machines, our courage. We came for the competition and for the vanity. But we weren't ready yet. And the dream faded, became a nightmare, became propaganda and lies. But soon, our old dream became a global necessity. We needed resources. We needed more space and more food. We needed a perspective. After years of digging in the dust of Mars, the inventors gave us wings. The hyperdrive. Our ticket to not only Venus or Jupiter, but to Messier, to Andromeda, and to a galaxy we call Alpha One. A galaxy full of bright suns and beautiful planets. A galaxy full of life. A new hope. An alliance of powerful corporations was forged, and Project Genesis initiated. The dream returned, and we became pioneers again. Arcs full of genetic material reached Alpha One. Their goal? Finding a new home for its cargo, and to initiate a new Genesis for mankind. The best commanders were chosen to lead these starships, and like myself, you are one of them. Was ich schon mal ganz cool finde, ist. Welcome to the shipbuilding interface. Ja, halt deinen Mund. Here you build and upgrade our ship. Ja, dieses Design, das erinnert mich so ein bisschen diese Computer, diese Schrift und so. So an das erste Alien. Das ist ein erster Alien-Film. Ach, das war schön. Hallo Captain, bevor du der Mission beginnst, eine neue Heimat. Ich habe den Text nicht gelesen. Schade. Du benötigst ein Treibhaus. Um dein Schiff während deiner Reise. Ja, machen wir doch ein Treibhaus. Der Bindungen. Ich kann jetzt echt nur ein Treibhaus bauen. Treibhaus. Da war es doch. Lebenssysteme. This is a greenhouse. The concept of cultivating plants on board of our ship is central to the Genesis project. Amma. There is no technology known to us that can effectively store or even provide a vital biosphere for the full time of our endeavor. Different life forms also demand different biosphere components. The Alpha Quadrant is full of shipwrecks. Our Tractor Beam module is a fast way to acquire already refined materials. Traktorstrahl haben wir auch. Materials will be directly moved to the ship storage. Ja, du kannst dann eine Reise no deposit beginnen. And no refinery required. Wie heißt das Schiff? Umbenennen. Komm. Das Schiff heißt. Ups. USS. SSS. Triple XS meine ich? Nein. Brunswick. Was willst du da? USS. Ups. Mit Doppel-P? Ups. Und Ausrufezeichen. Finde ich gut. So, dann starten wir mal. Wie kann ich? Start. Yes. Wir erkunden das Weltall. Oh, so spät haben wir es schon. 2147. Ne, wir schreiben das Jahr 2147. Quadrant Alpha One.
diese Geräusche. Das ist wie bei Alien 1, Mensch. Wenn ihr den Film nicht kennt, guckt ihn. Captain wird befördert. Wir erwecken einfach irgendeinen Klon. Adriano. New Captain promoted. Darf ich den Namen ändern? Schade. Willkommen. Das Befolgen dieser Anleitung hilft dir, deine Aufgaben an Bord des Schiffes zu verstehen. Du kannst dem Tutorial folgen oder das Schiff selbstständig auskundschaften. Ja, danke. Welcome to the shipbuilding interface. Ja. Here you build and upgrade our ship. Modules can also be. Ja, wird schon klappen. Was haben wir hier jetzt? PDF. Greetings, Commander. You have been sent to Quadrant Alpha 1. The mission is to find a new home for the crew on board of this ship. Expand your ship and explore the galaxy for resources and interesting new life forms. Look out for a suitable planet, a Genesis candidate, and when you are ready, initiate a Genesis. Mhm. Traktorstrahl. Ernte Ressourcen mit dem Traktorstrahl. Ressourcen werden zum Schiffbau und ja, wissen wir. Kann man sich, glaube ich, denken. Der ist ein bisschen flott unterwegs, der Junge hier. Scannen. Produktion beschleunigen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dem Traktorstrahl. Wo haben wir den gebaut? Biotank. Unterkünfte. Treibhaus. Ich glaube da. Traktorstrahl. Terminals. Scanne den Weltraumschrott in diesem System an dem Traktorstrahl-Terminal, um die enthaltenen Ressourcen zu bestimmen. Du kannst auch Planeten scannen mit dem Traktorstrahl, kann jedoch nur Weltraumschrott gebeamt werden. Aha. Ah, ich gehe mal. Da müssen wir hin, okay. Ressourcenort, haben wir nicht so viel. Dann kann man nicht einen Crew zuweisen. Cool, geht. Wir können auch selber arbeiten, ne? Wir beamen mal ein bisschen Eisen hoch. Was ich hier schon im Video gesehen habe, man muss immer aufpassen. Lebensform, feindliche Lebensform oder generell Lebensform können hier hochkommen. Alles dufte. Machen wir gleich nochmal hier. Resource beaming complete. Um Waffen und Verteidigungsanlagen zu bauen, brauchen wir ein Werkstattmodul. Arbeiten wir dran. Da waren wir schon richtig. Wir brauchen ein Werkstattmodul. Werkstatt. This is a workshop module. Here we research and construct weapons and defenses. You can also configure the weapon racks with your favorite selection of weapons. Assign engineers to the workshop in order to speed up research processes. Ich habe gar nicht auf die Ressourcen gedacht. Ich habe es einfach gebaut. Verlasse das Baumenü. Geh in die Werkstatt. Ah, da habe ich ja. Habe ich extra gleich hier gebaut. Nimm einen Geschützturm aus dem Waffenschrank. Optional kannst du einen deiner Waffenslots auch eine andere Waffe zuweisen. Okay. Access granted. Oh, Munition muss man auch selber bauen. Und nun? Platziere einen Geschützturm im Traktorstrahlmodul, um die Crew gegen feindliche Lebensformen zu verteidigen, die zusammen mit den gesammelten Ressourcen auf das Schiff gelangen könnten. Kann es sein, dass die dann auch einfach hier reinflitzen? Ist ja ein bisschen doof. Ah, hier ist auch doof. Wir können sie ins Treibhaus unterirdisch rein. Kann ich jetzt sagen... 3. Stelle ich jetzt hier hin.
falls sie von unten reinkommen. Ich helfe dir mal. Cool, bisher noch keine Lebensform rausgeholt. Ich habe das Spiel zum Teil kurz angespielt und zum Teil auch ein Video dazu mal gesehen. Oh, das kam unten. Und ja, ich weiß nicht mehr, was es war. Es ist irgendwie ein biologischer Haufen Müll. Das kann man, glaube ich, sammeln. Das ist DNA. Und das gehört zur Kraul 1. Die DNA dieser Kreatur verbessert Resistenzen und verringert Intelligenz. Eine zu hohe Intelligenz ist bei den Kollegen auch nicht gut. Auch nicht wünschenswert. Stell deinen Geschützturm auf. Habe ich doch gemacht. Kann es hier... Ach, das... Da geht auch die Munition aus, ey. Treibhaus. Begib dich zum Treibhaus, um die Biosphäre des Schiffs zu verbessern. Okay. Du machst das hier, ne? Treibhaus. Und was mache ich jetzt hier? Über das Treibhaus-Terminal kannst du eine Palme pflanzen. Hey. Die in dein Depot eingelagert wird. Machen wir doch. Ich wollte schon immer mal eine Palme pflanzen. Palme. Keine Ahnung, wo ich die reinpflanze. Die ist noch leer. Kann ich nur eine Pflanze pflanzen? Weise einen Gärtner zu. Machen wir auch. Job assigned. Wie viele Kollegen habe ich denn überhaupt? Baue ein Klonlabor. Was mich hier alles bauen muss. Oh, da kommt er. Voller Tatendrang. Wie heißt du überhaupt? Hey, du Vogel. Ich kann da springen, Mensch. Hui! Hui! Wie heißt du? Cooper. Mensch, umbenennen. Ach, den kann ich umbenennen. Ich nenne den mal... Cooper klingt eigentlich schon gut, aber ich nenne dich Horst. Resources collected. Horst. Ja, du machst das hier. Guter Mann. Der heißt Horst. Mensch, was für ein Zufall. Sah auch irgendwie so noch aus. Hui. Was soll man machen? Baue ein Klonlabor. Hier würde ich gerne nochmal ein Treibhaus ranhängen, weil wir bestimmt mehr von brauchen. Wo können wir denn überhaupt noch was bauen? The lift module grants fast access to higher or lower decks of the ship. Was sollen wir bauen? Klonlabor, hab ich schon wieder vergessen. In our clone laboratories, new clones can be created and added to the crew. Thanks to superior genetics, advanced technologies, we are also able to combine human DNA with DNA we collect in outer space. This feature gives us the amazing option to create perfectly specialized beings for the Genesis program. Da kann man auch andocken. Traktorstahl wird voll zentraler Raum irgendwie. Aber es ist ein gutes T-Stück quasi. Verbindung kann ich nicht. Turbolift Korridor. The corridor connects modules and is available in different designs. Make sure you balance the ship's layup. This module grants access to the service tunnels of the ship. Make sure that you always have enough access points in mind when designing the ship. This will help to detect and to defend infestations. Jo. Ah, das hätte ich hier vielleicht auch mal zwischensetzen sollen. Scheiße. Kann ich da jetzt so ein T-Verbindungsstück bauen? Nö. Okay, ist das ein Zugang zum Schiff oder was? Zugang zum Servicetunnel des Schiffs. Scheiße. Das war nicht so das, was ich bauen wollte. Sowas wollte ich bauen.
Damit wir nämlich dann die, wo war das? Wo war das? Klonlabor? Hier so hinsetzen können? Genau, und da könnte man hier auch mal einen Fahrstuhl nach oben bauen oder so. Wie gibt dich zum Klonlabor? Machen wir. Ja, Katze ist auch wach. Alter, was hast du nun gemacht? Ey, hast du Chewbacca umgeworfen? Ja, lass mal Chewbacca in Ruhe. Ach, das spiegelt war das scheiße. Ja, ich gehe ja schon. Unterkünfte, bin ich jetzt vor Biotank, Unterbrücke, Brücke. Ah ja, Brücke waren wir schon. Jetzt bin ich verwirrt. Alles wegen der Katze, weil die Chewbacca umgekippt hat. Depot, Lager. Oh, wir haben ein Lager. Oh, das ist auch nicht so voll. Depot. Was ist das hier? Stand dran. Biotank. Hä? Hey. Treibhaus, Lager, Treibhaus. Wir sind am Treibhaus. Warte mal. Wo habe ich. Ja, doch, Treibhaus ist der zentrale Punkt. Da muss das sein. Nicht beschriftet, das ist scheiße. Ja, jetzt machen wir uns irgendwie was, oder was? Wähle einen menschlichen Klon aus und beginne über den. Resources collected. Ja, wir machen jetzt uns einen Klon. Geh weg. Bauen wir uns mal eine Frau. Hatte ich schon immer mal vor. Oh, Alien-Kräfte. Geht auch. Mehr DNA-Proben benötigt. Okay. Dann. Können nun Kerle machen? Oh, die können wir wahrscheinlich auch verbessern. Gesundheit und so. Resistenz, Intelligenz. Ah, da gehen auch Weibchen. Cloning initiated. In Bearbeitung. Geht das schneller heutzutage? Hey! Hör auf, an Chewbacca-Pappe rumzuarbeiten. Ich hab mir von irgendeiner Party noch so einen Aufsteller von Chewbacca. Genau wie auch von Sturmtruppler. Aber die Katze, wenn die Aufmerksamkeit will, schmeißt sie die nämlich um. Ja. Hm? Ich bin hier gerade am Spielen. Ja, und jetzt haben dich die Leute gehört. Hm? Das ist noch Trockenfutter. Resource acquired. Ja, was ist denn? Dann geh doch runter, wenn du keine Lust hast. Mamma mia. Nutze die Arbeitsstation. Bin verwirrt. Wieder? Oh, dann können wir schneller klonen, ja? Kloni, klon. Und nu? New crew member added. Yeah! Okay. Aua, ein Hangar. Machen wir gleich. Oh, irgendwie war es im Katalog hübscher. Wuhu! Hallo! Ich bin's. Ein anderer Klon. Hast aber schöne blaue Augen. Was ist denn da tätowiert? Klon-Symbol wahrscheinlich, ja? Ich bin Klon 3x2. Na gut. Dann, na, viel Spaß noch, Wuso. Wir bauen ein Hangar. Genau, den wollte ich eigentlich hier haben, auf der Seite. Unterkünfte, Hangar. This is our hangar module. Scheiße, das ist the hangar is necessary to acquire resources, plants or other interesting things from planets and shipwrecks. Ups, das ist zu hoch. You need to assign pilots to operate a hangar. Please use the hangar terminal for additional information. Da baue ich hier dran und dann nochmal. Crewmitglied krank. Wie soll das denn gehen? Nee, will ich nicht. Schiffbau. Boah, das wird so das hässlichste Schiff ever, ey. Ja, fehlt auch Kupfer, fällt mir gerade auf. Na, tolle Wurst. Wie kriege ich denn ins Kupfer? Jetzt ist mir das andere Schiff da im Weg. So würde es gehen. Oh, geht doch. Aha. Na, hier soll Treibhaus, Treibhaus, Treibhaus. Und dann bauen wir hier
Bisschen lang, bisschen hoch und dann, ja. Was nu? Crewmitglied sind, was? Crewmitglieder sind die Arbeitskräfte auf deinem Schiff. Halte sie um jeden Preis am Leben, da sie auch deine Ver... Ja, wie mache ich das? Habe ich eine Krankenstation oder was? Kann man nicht, ne? Biotankverbindungen. Keine Ahnung, du. Wer ist denn überhaupt krank? Wer ist jetzt krank? Heilen. Wo sehe ich das? Hallo, Lager? Oh. Ah, das Hangar. Treibhaus. Wer ist krank? Wer ist krank? Wer ist krank? Bist du krank? Mensch, nee, Horst scheint nicht krank zu sein. Woran sehe ich das überhaupt? Wer krank hat? Haben wir nicht eine Map oder so? Unterkünfte vielleicht. In den Unterkünften. Unterkünfte. Wer ist krank? Hayden, bist du krank? Woran sieht man das? Nicht zugewiesenes Personal. Ah, wie komme ich da wieder raus? Wusu kann nicht krank sein. Die ist ja erst gerade gebaut worden. Greenwood. Wer ist denn krank? Ah, ihr macht das schon. Hey, wie komme ich da wieder raus? Dann so. Hier ist auch noch einer. Ach, jetzt zu tun. Jetzt, wo ich komme. So tun, als ob du arbeitest oder was. Volkov. Du bist auch nicht krank, oder? Naja, komm. Treibhaus. Wo ist der Hangar? Oh, da ist der Hangar. Das ist so riesig. Kann ich das Ding jetzt fliegen? Nemtown. Harvester Destination set. Launch sequence activated. Okay. 10, 9, Expedition, Besteigung, machen wir auch schon. Ach komm. 6, 5, 4, 3, Access granted. 1, 0. Launch sequence activated. Tja, Katze, da guckst du. Wir erkunden jetzt einen Planeten, Mensch. Ja? Sie denkt jetzt wahrscheinlich, sie sitzt jetzt hier neben meiner Maus und guckt mich an. Denkst du, du kriegst jetzt was zu futtern? Hm? Brauchst keine Schlafzimmeraugen machen, Kleine. Bereit! Achso, ich muss drücken. Ich bitte um Verzeihung. Oh, ich muss ja gar nicht fliegen. Was denn? Ah cool, wir sind auf dem Planeten. Ist da was abgestürzt? Oh, das kann man abernten. Hä? Hat die was von Leid? Oh! Alter, Gift. Gib mal diese DNA-Scheiße her. Wo war das Eisenerz? Ich brauch noch. Boah. Mehr Ruhe kann man hier haben, Mensch. Oh! Also ohne das Schiff wäre ich schon tot. Ganz schön penetrant, die Viecher. Eisenerz. Muss ich jetzt selber reinpacken, oder? Ah, es wird hier rangepackt. Okay. Da
gucken uns trotzdem mal das Schiff da hinten an, was es ist. Accessing Archives. Okay. 20%. Signale. Das hat sowas von was von Aliens. Hier müssen wir nur in der Nähe stehen, okay? 60%. Oh! 80%. New clone research unlocked. Okay, wir könnten so einen Kraul bauen. Phases complete. Okay, und du? Muss ich nichts. Ja, okay. Munition. Also hier lohnt sich schon alles so ein bisschen zu durchsuchen. Aber es ist ja echt, wenn das hier alles voller Gestrüpp wäre, dann würden wir die Viecher ja gar nicht sehen. So geht das eigentlich. Accessing Archives. Munition, her damit. 20%. 40%. 60%. Na, die Lebensformen trauen sich nicht mehr. 80%. All phases complete. New transmission intercepted. Ich muss das nehmen, scheiße. Diese Übertragung weist auf einen Fundort, auf den Fundort eines neuen Schiffbauplans hin. Okay. Hätte ich da hinten noch was nehmen müssen? Ich renne nochmal hin. Oh, doch auch. Dies wird die Ressource einiger Planeten aufdecken, die diese Pflanze enthalten. Scheiße. Ja, sonst ist da... ist ja nichts mehr. Haben wir alles abgeerntet, alles gekillt. Oh, doch, da ist noch was. Eisenerz. Mehr Eisenerz. Nur Eisenerz, so eine Scheiße. Wir brauchen wahrscheinlich noch andere Rohstoffe. Wir haben jetzt da noch einen Behälter frei. Haben wir auf der anderen Seite Behälter? Landungsschiff voll. Dann, echt nur diese 5 Slots hier, ne? Dann hauen wir ab. War schön mit euch. Tschüsseli. Achso. Ach, wir haben noch die Dekobombe hier. 4, 3, 2, 1, 0. Ich hätte aber mal gerne einen Stuhl, wo ich mich hinsetzen kann. Return to Alpha 1. Schöne Filmplakate. So ein Häkchen. Wenn du... okay. Muss ich jetzt selbst entladen oder was? Kehre zum Schiff zurück. Ich bin auch schon da. War cool. Raffinerie. Auf dem Planeten gesammelte Erze müssen in einer Raffinerie verarbeitet werden, um sie zu nutzen. Baue eine Raffinerie. Wette ich mit dir. Raffinerie. This is the refinery. Refinery. Raw materials will be enhanced here. This process takes time. To increase refining speed, assign engineers to work in the refinery. Naja, warte mal. Brauchen wir mehr Zugänge. Oh Scheiße. War wieder das Falsche. Fuck. Wir brauchen einen Korridor, meine ich.
So, jetzt könnte man doch eine Raffinerie. Die drehen wir uns mal. Drehen. Klack. Haben wir. Läuft. Kann ich diese Raffinerie? Warte mal, was? Geh zur Raffinerie verarbeiten. Ja, komm, weißt du was? Oh. Entladungsroboter oder was? Lohnlabor. Raffinerie. Also ich werde ja bestimmt nicht arbeiten. Das können wir anders machen, du. Zuweisen. Job assigned. Da habe ich keine Lust. Das kann echt wer anders machen. Ne? Vorbereitung. Ein bisschen sauber machen kann man hier auch mal. Das ist so neu. Was bist du denn? This is the refinery. Raw materials will be enhanced here. This process takes time. To increase refining speed, assign engineers to work in the refinery. Hier, sieh zu, ne, Volkov. Deine Aufgabe ist hier, ne? Mach mal. Ich kann dir leider nicht helfen. Ne. Du machst das schon. Ich muss das machen. Scheiße. Dann helfe ich mal ganz kurz. New materials have been refined. Haben wir. Brücke. Kehre zur Brücke, um in ein anderes System zu reisen. Ah, cool. Oh, da. Blitzt es ja ganz schön. Treibhaus war der zentrale Punkt. Wo geht's da zur Brücke? Dann da. Galaxy Terminal. Benutze den Galaxy Terminal auf der Brücke, um den Hypersprung in ein anderes Sonnensystem zu erreichen. Machen wir. Kann ich einen Wurf noch machen? Schiffsfarbe ändern. Schiffsname. Kann ich mich drehen? Lila Boden. New materials have been refined. Boah. Hab ich ein bisschen rot gemacht, passt schon. Schilde 0. Er ist mein Platz. Ich bin der Captain. Captain, mein Captain. Was haben wir hier? Weltraumschrott scannen. Weltraumschrott scannen. Kann ich auch von hier alles machen. Scannen. Das ist wahrscheinlich der das Terminal, was wir angucken müssen. Oh. Mache einen Hypersprung. Unbekannt, unbekannt. Händler. Gefahr. Gefahr niedrig. Planeten erforscht 0. Muss ich da reinscrollen oder was? Ah, sind jetzt so vier Bereiche, wo ich hin kann. 5. 4. 4. Dahin. Oh, man kann zoomen. Genau, hier gibt es auch so einen Lehrbereich, okay. New materials have been refined. Planeten, 2 von 3, ja komm. Wir machen da, wo mal viel los ist. Sag mal, Hypersprung. Okay. Ah, jetzt sind wir hier quasi so einen Sektor weiter.
Die anderen könnte man könnte noch quasi zurück. Und da ist noch der Händler. Aber... Cool. Herzlichen Glückwunsch. Und was jetzt? Oder war, sind wir mit dem Tutorial jetzt fertig? Kein Händler in Reichweite. Ah, kann man da rüber machen. Kann man sich heilen? Unterkunft. Survival Guide updated. Überlebensanleitung. Crew. PDA. Your ship is like an ark, and the crew is the most important part of your endeavor. No crew, no genesis. Improve the crew's DNA and treat them properly, and they will grant success of your mission. Each crew member needs a crew quarter cabin, or they can become sick. Assign crew members to modules to maximize the module's functionality. If you die, you will respawn as one of them, with all of your abilities and flaws included. New materials. As long as crew members are alive, so are you. Ja, und wie kann ich mit dieser Toms Reise? Your ship is like. Nee, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Kann ich nicht irgendwie. Gibt's ja einen Computer, der mich irgendwie. Der mir sagt, so. So und so viele Leute können hier übernachten oder was? Wer weiß ich denn? So, so sehe ich schon mal 100%, okay. Na gut. Bin noch nicht so ganz überzeugt. Treibhaus. Alles bepflanzt oder was? Gefäß? Was ist denn Gefäß? New materials have been refined. Naja, leer. Pflanzen können wir nichts. Okay, okay. Vernichten wollen wir nichts. Was können wir noch bauen? Lager 17. Lager 24 von 40. Oh. Wisst ihr was? Da werden wir jetzt ganz fleißig arbeiten. Können wir Verbindungen? Ein Turbolift. Ich drehe mal. Weil dann könnte man hier einen Turbolift machen. Da passt ja gerade. In der Raffinerie jetzt nicht. Da könnte man was anbauen. Wollen wir nicht. Oh, cool. Turbolift. Wie komme ich eine Etage höher? R und F. Zu hoch? Nee, wird zu tief. So, dann könnten. Ah, scheiße, falsch gebaut. Verdammt. Korridor. Die Idee und dann könnte man hier noch Depot lagert eine ganze Menge geernteter Rohstoffe. Lager. Aha. Welcome to the deposit module. Raw materials from the hangar will be moved here by carrier robots. Make sure that we all. This is the refined storage module. Production ready materials leave the Depotlager, Depotlager. Keep an eye on our refined storage capacity. Das wird so eine reine. If we run out of space, the refining process will be placed on hold. Eine reine Lagerstätte. Our refined materials are the source for shipbuilding, weapon and ammunition supply.
Können wir ein Treibhaus können wir nicht bauen, da fehlt uns Aluminium und Eisen. Ja, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Bam, 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 bam. Wir könnten. Nee, das ist Hang. Aber Traktor. Was ist denn hier passiert, Alter? Krieg ich diesen Pilz weg? Wo ist meine Waffe? Was ist denn hier passiert? Okay, Traktorstahl sollte man wohl nicht automatisieren. Ist mein Geschütz kaputt oder was? Ich beam mal ein bisschen was hoch. Wir brauchen ja Ressourcen. Wo ist der Mitarbeiter? Haben wir jetzt hier keine Crew oder was? Job assigned. Kupfer. Kupfer haben wir, glaube ich, nicht. Das können wir gebrauchen. Resource beaming complete. Resources collected. Ach, da ist das Geschütz, okay. Habe ich das übersehen? Oh, es gibt zwei Zugänge. Einmal Treibhaus und Werkstatt. Junge. Nee, du warst doch gar nicht hier. Hast du eine Waffe, Kleine? Blinde Passagiere? Während des Beams besteht die Gefahr. Mhm. Traktorstrahl, Crew. Hm. Okay. Resource beaming complete. Ich weiß nicht, ob die Waffen haben. Resource acquired. Weil er hat ja nur eine bestimmte Anzahl von Schuss, ne? 585 noch. Resource beaming complete. Resources collected. Alles muss man selber machen. Resource beaming complete. Resource acquired. Oh, kamen gleich zwei, unten und oben. Da brauchen wir noch ein Geschütz. This is not why we came here. Machst du mal mit hier? Resource beaming complete. Ich habe Angst, Greenwood hier wieder alleine zu lassen. Er stoppt ihn mir noch. Collected. Aber ich denke mal, das kriegt die schon hin. Wenn nicht, klonen wir uns wieder was. Ich würde sagen, wir fliegen nochmal zu einem Planeten. Hangar, 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 da wo viel ist. Wir brauchen Aluminium. Ich glaube, wir werden jetzt mal alle Planeten durchgehen. Niedrig, 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 niedrig. Harvester Destination set. Launch sequence activated. Ich habe das Gefühl, mit der Pistole haben wir unendlich Schuss, ne? Auf geht's! Für ein zweites Treibhaus. Klonproben erforschen. Einige Aliens lassen DNA fallen, die am Klonterminal erforscht werden können. Bereit, bereit! Na, ah, das habe ich geahnt. Guckt euch diese Scheiße hier an. Oh, hier gibt's Schwefel.
Oh! Alter! Das sind ja Banditen oder so. Und kleines Zeug. Trau mich denn fast nichts abzuarbeiten. Oh, das was lilan ist auf der linken Seite. Uran. Oh, oh, oh. Schweine, Alter. Die haben mich erwischt. Dann müssen wir uns bald mal anfangen, Munition selber zu machen. Mal gucken, was wir dafür brauchen. Wo? Oh. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Hier scheint nichts zu sein. Was ist das denn? Accessing Archives. Wie hieß der Film? 20%. Wo die Affen das gefunden haben? Oh, scheiße. Schande, Heinrich. Schande. Kannst du das nicht wissen? Ein Klassiker. Verdammt. Da war die Tafel schwarz. Ey. 60%. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Da. Ja, Schande. Ich habe keine Ahnung. Oh! Alien-Sichtung. Descartes. Gewinne Erkenntnisse. Ah. Über den... Ja, weiß ich nicht. Ey, wie hieß der Film? Ich komme gerade nicht drauf. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir irgendwo nochmal Schwefel ab. Hier zum Beispiel. Und dann hauen wir hier ab. Der Planet ist auf jeden Fall gut besucht. Oh, die ist da! Das sind noch die Kleinen. Irgendwann gibt es bestimmt große. Viecher. Zurück zum Mutterschiff. Na los! 6, 5, 4, 3, 2. Geht kacken, ey. 0. Und abheben. Mann, oh Mann. Das war schon auf dem zweiten Planeten dann feindliche Lebensform treffen, die auch schießen können. Das finde ich ein bisschen fies. Hier, na, sieh mal zu, dass das da jetzt abtransportiert wird hier. Du auch. Gib Kette. Also auf andere Planeten fliegen, finde ich cool. Als was wird ein Planet jetzt eingestuft? War niedrig richtig? Niedrig immer noch. Hm. Ich würde gerne mal auf einem anderen Planeten. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt aus diesem Video ein angezockt Video mache oder ob euch das so sehr interessiert, dass ich davon mehr mache. Also ich habe auf jeden Fall Bock, Planeten zu erkunden, mein Schiff weiter auszubauen, Leute rekrutieren
verbesserte DNA zu machen, Geschütztürme zu machen. Also ich habe Spaß an dem Spiel, das weiß ich jetzt schon. Wenn ihr auch an dem Spiel Spaß habt und mehr sehen wollt, dann ja, schreibt es mir in die Kommentare, macht ein... Resources collected. Hinterlasst ein Like oder ein Abo, wenn noch besser. Aber ihr müsst es mir schon irgendwie mitteilen. Wenn ja, dann werde ich es jetzt regelmäßig spielen. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.